überall wird jetzt gerade total viel gewienert und jeder macht irgendwie sauber und bringt seinen Garten in Ordnung, weil wir viele Zeit haben. Aber denkt doch auch mal an eure Golfschläger. Was ist denn damit? Also, nehmt mal euer Set. Und dann geht es mal darum, die Knüppel auch mal ordentlich sauber zu machen. Und wie ihr das machen könnt und worauf ihr achten sollt, das zeige ich euch jetzt. Ja, zum Reinigen der Schläger braucht ihr nicht viel. Ein Eimer Wasser, eine Bürste, ein bisschen Spülmittel und ein ordentliches Handtuch. Und dann kann es auch schon losgehen. Also am einfachsten ist es, ihr schaut erstmal, dass die Schlagflächen gereinigt werden. Also ein bisschen Wasser drauf und dann mit der festen Bürste einfach zusehen, dass die Köpfe einmal richtig sauber gemacht werden. Nachspülen und im Normalfall reicht das auch schon. Wenn ihr jetzt merkt, boah, nee, ey, da sitzt ja ganz schön viel Dreck noch da in den Rillen drin, weil die sollten tatsächlich sauber sein, dann nehmt ihr einfach ein Tee und dann könnt ihr mit dem Tee die Rillen mal schön freikratzen. Okay? So, und wie gesagt, was natürlich wichtig ist hinterher, wenn ihr dann damit durch seid, immer alles schön trocken machen, ganz, ganz wichtig. Okay? Wenn ihr Stahlschäfte habt, die immer ganz trocken putzen. Sehr, sehr wichtig. Okay. So, und dann geht es um die Griffe. Griffe sind sehr, sehr wichtig, dass sie schön viel Grip haben. Und die kann man auch einfach mit Wasser reinigen. Man kann aber auch ein bisschen Spülmittel dazu nehmen. Und das ist eigentlich eine ganz sinnvolle Geschichte, weil dann kommt auch ein bisschen das Fett runter, was vielleicht sich irgendwie über die Hände mal so ein bisschen darauf festsetzt. Also ein bisschen Spülmittel ins Wasser reingeben. Und dann könnt ihr auch einfach die Griffe mit der Bürste schön von allen Seiten richtig schön abwaschen und abreiben. So, und wenn das dann gemacht ist, einmal nochmal reintunken, abspülen, mit dem Handtuch wieder trocken machen. Wenn noch ein bisschen Feuchtigkeit drauf ist, wird sich das innerhalb von einer Minute auch legen und dann könnt ihr die Griffe auch wieder oder die Schläger auch wieder benutzen. Wenn ihr jetzt merken solltet, boah, ja, da ist überhaupt kein Grip mehr drauf, die sind irgendwie glatt oder porös vielleicht schon, das Gummi kann ja auch in der Zeit aushärten. Dann ist es natürlich ganz wichtig, dass ihr euch mal neue Griffe drauf machen lasst. Und dazu empfehle ich euch, sprecht mich bitte dazu an. Ich mache diesen Griffwechsel für euch, diese Griffmontage, berate euch auch, welche Griffe wollt ihr haben, wie soll die Griffstärke sein und führe das dann fachmännisch für euch durch. Ich hoffe, ihr habt ein bisschen eine Idee bekommen, wie ihr eure Schläger sauber machen könnt. Also pflegt die mal und ansonsten könnt ihr hinterher auch wieder mit dem Garten weitermachen. Also viel Spaß. Ciao.